Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu GTA 4. Ja, wir sind wieder mal einmal mit dem Nico Bellic unterwegs und in der letzten Folge haben wir ja leider die Mission nicht bestanden. Wir sind ja mit dem Auto in einem Haag hängen geblieben, sage ich jetzt mal. Oder wir sind dort, ja, haben dann Eingangstüren dort in Liberty City, sind wir irgendwo stecken geblieben. Und darum habe ich meine Mission sozusagen wie abbrechen und wir machen sie jetzt einfach nochmal. Let's go. Wir tun die Sequenz überspringen, weil die haben wir ja in der letzten Folge schon gesehen. Wir müssen sie nicht doppelt anschauen. Und darum düsen wir jetzt mal nach Rotterdam Hill. Und holen mal den. Wie hat er geheißen? Nicht Jeremy. Letzten Folge habe ich am Schluss Jeremy gesagt, weil ich das Video gerade vorher geschnitten habe. Dort habe ich Jeremy gesagt, aber er heisst gar nicht Jeremy. Er heißt Jermaine oder so. Ich weiß es gar nicht. Gottverdammt. Ja, wir werden es gerade wieder sehen, wenn wir dort sind. Düsen wir mal schnell kurz zu ihm her. Oh shit, sorry! So, wie hat er geheißen? Ich weiß es nicht. Jetzt geht die ganze Zeit nicht mehr überlegen. Mal schauen, ob wir wieder die gleiche Handbremse-Parking-Style machen können wie das letzte Mal. Ja, nicht schlecht. Das muss besser gewesen. Jermaine heißt er, ja genau. Also, dann fährt's mal wieder zu ihm. Wir fährt's wieder mit ihm zu seinem. Zu seiner Location, meine ich. Alter, die Autos. You're Nico, right? So. Und jetzt kriegen wir ja nachher wieder Schmier rüber. Wow! Okay. So. Also, jetzt kriegen wir ja Schmier rüber und dann müssen wir wieder flüchten von denen. So, dann auch wieder überspringen. Wir haben ja das alles schon gesehen. Eigentlich tun wir es ja nicht überspringen, aber wenn wir es schon gesehen haben, dann. Macht es ja nicht so viel Sinn. Alter, die schießen einfach auf uns. Holy shit. Oh, shit. Wir gehen mal da vorne auf den Freeway. Zuerst müssen wir da zwar nicht drauf gegangen, aber egal. Oh. Sind die unten? Ah, die da vorne sind sie. Ah. Das Problem ist eben, dort hinten steht einer. Ah, Mann, die Schmier zu verlieren ist einfach eine Last. Sorry. Das wollte ich nachher wählen. Steine blinken aber, glaube ich, oder nicht? Sie blinken? Ah, jetzt sind sie so dunkel. Aber sie mich jetzt nicht mehr gesehen. Okay. Dann muss ich zuerst wieder alles lernen hier in diesem Game. Jetzt warten wir jetzt so schnell ab an den Strand einfach, da unten. Sollte sie wahrscheinlich irgendwie können verlieren. Oh, wieder vorne sind sie auch wieder am Rumdüsen. Ah, schon verloren. Hure schnell, aber ich glaube, das ist jetzt mal, weil das gerade eine Mission ist. Eigentlich sollte das nicht so schnell gehen. Nimm jetzt mal an. Wow. So, Liberty City, Nico? Roman, I guess. And some other things. I'm looking for something. Good luck finding them. How's the hunt been going so far? It has not really started yet. Komm ich da auf, ja. Roman has had some issues with loan sharks that needed to be resolved. Auf schneller oder gang auf die Seite. So, also jetzt müssen wir wieder zurückfahren. Eigentlich voll die überflüssige Mission. Wir fahren ihn irgendwo her, dann ist das Garstor offen und dann müssen wir wieder zurückfahren. Also wir kriegen hier Schmier und dann müssen wir wieder zurückfahren, aber egal. I don't believe it. Ah, wir müssen irgendwo anders herfahren. Ja.
thanks, man. Keep looking after Roman, aight? Ah, Pain Spray. Okay, ja, logisch, die geht's ja auch noch. Da ist, glaube ich, das erste Mal. Oder ist das bei GTA San Andreas auch schon gewesen? Das weiß ich jetzt nicht einmal. Das ist, glaube ich, das erste Mal, wo du schauen, dass die Schmier dich nicht sieht, wie du dort reinfährst, weil sonst hast du immer noch Schmier. Oder ich glaube, du bist gar nicht lackiert. Aber ich glaube, bei San Andreas bin ich jetzt gar nicht sicher, ob sie das schon so gewesen ist oder nicht. Ja, ja, so. Also, nächste Mission, let's go! Headed to town! I don't give a fuck if the bridge is busy, you're a cab driver! Hey! Hello, Roman Bellick Enterprises. No, Mr. Bellick is stepped away from his office. Can I take a message? Okay, great. No, not yet. Yes, I'll tell him. Car 7, head to South Slopes! Come on! Where are you, Mohammed? Hello, Roman Bellick's up. Fucking battery, this is chaos! Capitalism is a dirty business. Yeah? Like war? Not exactly. No, maybe not. When are you going to tell me properly about what happened? I'm not going to judge you. When you got time. There, I have time. Another time, can I help? Okay, yes. Go pick up my friend little Jacob, he's a good man. Likes to smoke a bit. Look after him. He's on 8th Avenue in South Slopes. Nico, man, we should talk sometime. I'm a good listener. Whatever, man. Mohammed, what the fuck? Oh, Miss Weinstock. No, not you. What can I do for you today? Der hat doch ein Stress, hä? So, hol little Jacob up. Das ist, glaube ich, der Dings da. Ist das nicht da der Rasta-Typ? Ich weiß es nicht einmal. Der ist, glaube ich, noch ein recht cooler Kerl bei dieser Story. Ich kenne leider die Charaktere nicht mehr auswendig, aber ich glaube, das ist schon der. Mal schauen, sind wir gerade da. Aber am Anfang spielen wir nur noch so Taxi-Mission. Ich kann mich gar nicht mehr an das erinnern, dass es so war. Ja, das ist der, den ich gemeint habe. Nein, was ist das? Wieso hängt der jetzt in dieser Reklame innen fest? Ernsthaft? Ah, jetzt packt es ihn raus. So, jetzt. What the fuck? Unglaublich. Wie hat der Tür auf da? Oder wie hat der die Tür jetzt aufgebracht? Yo, Nico. The one man Roman been talking about all this time, Cousin Nico, gonna help Roman take over the world and thing. Joa. Respect, alright. Wie ist aus dem Auto rausgequalmt auf der Seite? Das ist ja geil gemacht. Du hast eine Pistole erhalten. Ah, geil. Are you worried about this? I know how to use a gun if you want me to keep watch on things. Realness, brother. Yeah, my man Roman's cousin. Thanks, respect. This rascal that I rocked into my bridge and real bad man the other day. I want to make peace, but John know what type of shit they might pull off. All right, there be the spot up there. Watch out for any badness. Sure. Okay, die Waffe, die du mitnimmst, wird im Waffeninventar abgeleitet. Alles klar. Geht zum Aussichtspunkt. Nehmen wir da einen Deal oder so? Wie sagt man? Überwachen. Erinnert mich gerade ein bisschen so an Vice City, hä? Duck dich, um nicht gesehen werden. Oh mein Gott, die Verkleider an. Jacob. We have to teach a bad man his lesson and team. Shit, Nico, get this blood down! Wieso bin ich jetzt da oben gewesen, wenn die mich eh gerade gesehen haben? Ich hab Munition geholt. Das ist schon despawn.
Und jetzt? There be another one, Nico. Check him. Hä? Hat er nicht gerade... Hat er nicht gehittet? Ja, Alter! Ah, jetzt. Ups, Daniel, ich will so aufklettern. Aber egal. Ui! I have had much experience. Dort hinten einfach schmieren um den Häuschen, Mann. I am always looking for work, if it pays. Geil. Uah. Dann laden wir den mal aus, da. Hey, we Rasta. I don't need to talk. We could do it. Gut, also da haben wir die Mission auch bestanden und ich muss sagen, was es mit dieser Folge von GTA 4 und ich werde immer Vice City sagen, darum ziehe ich das 4 immer so in die Länge. Ja, wenn es euch gefallen würde ich mich natürlich immer eine Bewertung freuen, so wie wir es auch, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen würdet. Und schlussendlich sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder. Bis dann, sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao.